Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera ein altbekannter, nämlich der Suzuki Vitara. Der stand genau so in dieser Farbkombination und Ausstattung bereits schon einmal vor der Kamera. Da aber dann mit dem Mildhybrid-System, also mit einem 1,4 Liter Benzinmotor mit leichter E-Unterstützung. Und hier steht die neue Antriebsvariante, der Vollhybrid. Ein 1,5 Liter Vierzylindermotor, gekoppelt an einen stärkeren Elektromotor und eine Pufferbatterie für kurze Strecken elektrisch zu fahren. Deswegen auch kein E-Kennzeichen, weil die Mindestreichweite für E-Kennzeichen nicht gegeben ist. Extern aufgeladen werden kann er auch nicht. Jetzt die große Frage, bringt solch eine Technologie wirklich einen Verbrauchsvorteil gegenüber dem Mildhybrid-System? Genau das wollen wir heute herausfinden mit dem Suzuki Vitara. Und dazu nehme ich euch mit auf meine Verbrauchsrunde. Wie immer 50% Überland, 40% Autobahn VMAX 140, 10% Stadtverkehr. Während der Fahrt werdet ihr natürlich alles rund um den Suzuki Vitara erfahren. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr mein Gast heute seid. Vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken und mir eure Meinung unten in die Kommentarbox zu schreiben, damit wir am Ende des Videos auch diskutieren können. Und jetzt würde ich sagen, wir steigen ein, schnallen uns an und fahren los. Bereits beim ersten Blick auf den Vitara von außen erkennen wir, der Vitara möchte kein weichgespültes SUV sein, sondern er möchte ehrlich und durchaus auch robust rüberkommen, denn es gibt alle Suzuki Vitara Antriebe mit dem All-Grip genannten Allradsystem und damit kann man dann auch mal wirklich abseits der Straße ordentlich was zerreißen, wenn man das denn möchte. In unserem Fall hier haben wir eine Zweifarblackierung, die es optional für den Suzuki Vitara gibt. Also wir haben hier dieses Goldmetallic mit dem schwarzen Kontrastdach. Das kostet übrigens 1000 Euro Aufpreis. Ist schon happig, aber meiner Meinung nach sollte man das beim Vitara machen. Das peppt den Wagen einfach nochmal wesentlich auf. Aufgepeppt ist die Ausstattungslinie Komfort Plus, die wir hier haben, auch mit 17 Zoll Leichtmetallrädern. Wir haben LED-Scheinwerfer, wir haben eine Klimaautomatik, wir haben Rückfahrkamera, wir haben ein Navigationssystem an Bord, Sitzheizung und Assistenzsysteme sowie Abstandsregelung, Spurhalt, Verlasswarnung und eine tote Winkelüberwachung. Also hier ist der Suzuki Vitara wirklich up to date. Auch wenn er optisch vielleicht etwas rustikaler und etwas altertümlicher wirkt als vielleicht seine Mitbewerber, wie etwa ein Ford Puma. Hinter der leicht öffnenden Heckklappe verbirgt sich dann ein etwas kleinerer Kofferraum hier im Vitara Hybrid. Das ist dem geschuldet, da wir die Antriebsbatterie zwischen Sitzbank, Rücksitzbank und Kofferraum untergebracht haben. Somit reduziert sich das Ablagefach unten etwas. Deswegen haben wir nur 289 Liter Standardladeraumvolumen und bei maximal umgeklappter Rücksitzlehne haben wir 1046 Liter Standardvolumen gegenüber 1120 dann beim Mildhybrid. Auf der Rücksitzbank bietet der Vitara wirklich gute Platzverhältnisse. Ich habe genügend Knie- und Kopffreiheit. Leider fühlt man sich allerdings so ein bisschen wie Passagier der zweiten Klasse, denn hier hinten gibt es keine Armauflage, es gibt keine Luftzufuhr und auch keine Stromanschlüsse. Also da muss ich sagen, sollte Suzuki durchaus noch mal etwas nachbessern.
Vorne dagegen sitzt es sich äußerst angenehm auf gut gepolsterten Sitzen. In unserem Fall bei der Comfort Plus Variante ist es eine Leder-Mikrofaser-Polsterung, die wir hier haben. Die macht einen richtig guten optischen und haptischen Eindruck und auch die Sitze bieten genügend Seitenhalt. Das kleine Dreispeichen-Multifunktions-Lederlenkrad ist in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellbar, sodass man schnell eine gute Sitzposition hier im Vitara findet. Und es gibt zudem auch eine Gurthöhenverstellung. Beim Blick auf den Armaturenträger zeigt sich auch hier alles sehr klassisch, sehr übersichtlich und vor allem wirklich intuitiv zu bedienen. Wir haben ein klassisches Kombi-Instrument mit analogen Rundinstrumenten für Geschwindigkeit, Drehzahl, Kühlwasser und Tankfüllstand. Wir haben ein kleines Display in der Mitte für den Bordcomputer, welches sich über einen Drehdrücksteller hier im Kombi-Instrument umständlich bedienen lässt. Und wir haben in der Mittelkonsole dann ein Infotainment-System durch die Comfort Plus Variante mit Navigationsfunktion. Wer das nicht möchte, das eher altertümliche System mit so dieser Pixeldarstellung, der nimmt dann einfach die Smartphone-Konnektivität, die hier serienmäßig verbaut ist, mit Apple CarPlay oder Android Auto via Kabel wohlgemerkt. Wir haben einen USB-Anschluss hier und eine 12-Volt-Buchse. Damit muss man dann hier zurechtkommen. Eine induktive Ladeschale für Smartphone gibt es leider nicht. Die Klimaautomatik hat eine Zone, ist aber auch völlig ausreichend und schafft auch den kleinen Innenraum hier selbst bei über 30 Grad gut zu kühlen. Wenn es dann nochmal kälter wird, gibt es noch eine zweistufige Sitzheizung hier und zum bequemeren Reisen gibt es noch eine Mittelarmlehne, die hier in der Länge verstellbar ist. Kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Hauptpunkt, nämlich dem Hybridantrieb hier im Vitara. Dieser besteht aus einem 1,5 Liter Vierzylinder Saugmotor unter der Motorhaube, welcher an einen Elektromotor gekoppelt ist und dieser besitzt eine Antriebsbatterie mit einem Fassungsvermögen von 0,84 Kilowattstunden. Wenn man das jetzt mal vergleicht, also dieser Vollhybrid ist nicht aufladbar, und übernimmt dann tatsächlich das Fahrzeug selbst, diese Batterie zu füllen, indem es die Bremsenergie zurückgewinnt über den Elektromotor, der dann als Generator fungiert und Energie in diese Pufferbatterie oder diese Antriebsbatterie entsprechend einspeist. Der Motor tut dies im Gegensatz zum beispielsweise Toyota-System nicht. Also der Motor leistet hier nicht Energie, um die Batterie zu speisen, was ich sehr interessant und sehr gut finde, soll ja auch die Effizienz dann steigern. Kommen wir aber jetzt zur Leistung. Da sieht es dann nämlich so aus, dass der kleine 1,5 Liter Motor mit gerade einmal 75 kW bestückt ist und der Elektromotor dann 24,6 kW noch hinzusteuert und wir eine geringe Systemleistung von 85 kW haben oder respektive 116 PS. Damit ist der Vollhybrid 13 PS schwächer als der Mildhybrid mit dem 1,4 Liter Boosterjet Antrieb. Der hat auch deutlich mehr Drehmoment als hier unser Vollhybrid und das sorgt dann natürlich auch dafür, dass der Vollhybrid die wesentlich schlechteren Fahrleistungen hat. So beschleunigt der Vollhybrid in gut 13 Sekunden auf Tempo 100 gegenüber rund 11,5 Sekunden beim Mildhybrid. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit ist um 10 km/h verringert beim Vollhybrid. Die beträgt jetzt noch 180 Stundenkilometer. Auf der Straße dann zeigt der Vollhybrid leider auch seine größten Schwächen. Das muss man einfach mal so sagen. Gepaart oder gekoppelt hier ist übrigens dieser Antrieb an ein 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe, was wir so ja schon aus dem Smart kennen und wissen, was das bedeutet. Lange Schaltpausen, hohe Zugkraftunterbrechung, wenig Komfort in dem Fall. Und genau das trifft leider auch hier beim Suzuki Vitara Hybrid zu. Wer keine Ansprüche an irgendwelche Dynamik stellt und wirklich nur einfach ganz gemütlich von A nach B in irgendeiner Form kommen möchte und Schalten einfach hasst, der ist damit gut bedient. Alle anderen werden damit Probleme haben, denn bereits das Anfahren, erster, zweiter Gang, starke Zugkraftunterbrechung mit einem leichten Nicken, zweiter Gang ist dann schon besser, ab dem dritten Gang wird es dann deutlich verschliffener bis zum sechsten hinauf.
Auch reagiert der Antrieb nur sehr, sehr zurückhaltend und verhalten, vor allem verzögert, wenn man ihm die Sporen geben möchte. Also wirklich einmal durchbeschleunigen bedeutet Pedal wirklich bis ans Bodenblech durchtreten, warten 2 Sekunden, bis alles umgesetzt wird, dann dreht der Motor aus und dann eben beim Ausdrehen, wenn dann das Getriebe schaltet, kommt die lange Schaltpause. Also ehrlich, das ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr Stand der Technik. Der Motor an sich ist auch nicht sonderlich kräftig, das merkt man auch. Der hadert mit seiner geringen Leistung. Das Gewicht ist natürlich nicht allzu hoch hier mit 1370 Kilo. Das ist wirklich überschaubar, aber man merkt, dass dieser kleine Motor hier schon echt zu kämpfen hat mit dem Vitara. Und wenn der dann auch noch voll beladen ist oder aber noch 1200 Kilo am Anhängerkupplung mitnimmt, ja, also dann meiner Meinung nach, das würde ich dann wirklich als untermotorisiert empfinden. Fährt man ihn komfortabel, so wie man einen Hybrid eigentlich auch fahren soll, dann ist der Motor akustisch sehr im Hintergrund. Dann passt das auch so halbwegs mit dem automatisierten Schaltgetriebe. Leider sind die elektrisch zurückgelegten Strecken hier beim Vollhybrid eher recht gering. Vergleicht man das beispielsweise mit dem Vollhybrid aus dem Swayze, dann ist es so, dass wir ungefähr 1 Kilometer weniger elektrisch fahren können und dass vor allem auch der Antrieb deutlich weniger elektrisch fahren möchte, als es der Toyota schafft. Der Toyota schafft es viel häufiger, den Verbrennungsmotor abzuschalten, als jetzt die Eigenentwicklung hier aus dem Hause Suzuki. Da zeigt sich natürlich auch wirklich die Vorreiterrolle, die Toyota hier beim Hybrid innehat. Das ist viel besser gelöst, das schafft viel mehr elektrischen Fahranteil. Um es mal zu vergleichen, beim Suzuki Swayze hatten wir immer im Alltag so einen elektrischen Fahranteil zwischen 50% und 60%. Hier würde ich jetzt mal sagen, haben wir einen elektrischen Anteil von 30% bis 40%. Und das ist deutlich geringer. Ja, man kann, wenn man einen verhaltenen Gasfuß hat, durch den Ort auch mal so ungefähr 1,5 Kilometer hier elektrisch fahren. Auch anfahren geht elektrisch, wobei man auch merkt, dass hier einfach, selbst wenn die Antriebsbatterie voll ist, man dem Elektromotor gar nicht so sehr dieses Beschleunigen oder Anfahren elektrisch zutraut oder ihn einfach lässt, auch wenn er genügend Kraft hätte. Also hier ist das Zusammenspiel einfach schlicht und ergreifend nicht wirklich gut umgesetzt worden. Gut umgesetzt ist dafür weiterhin das Fahrwerk und die Assistenzsysteme hier im Suzuki Vitara. Das Fahrwerk ist sehr auf Komfort bedacht. Die Federdämpferelemente sprechen sensibel an, schlucken auch wirklich gröbere Unebenheiten aus der Fahrbahndecke heraus und leiten sie nicht an Insassen weiter. Die Lenkung ist angenehm leichtgängig, zwar direkt, aber ohne Rückmeldung versehen, wird aber in den meisten Fällen hier völlig ausreichen. Und selbst wenn man den Wagen mal etwas dynamischer um eine kurvenreiche Strecke bewegt, dann lenkt der Wagen extrem neutral ein, bleibt lange sehr neutral und schiebt nur sehr spät über die Vorderachse ganz dezent und bleibt damit natürlich auch sehr gut beherrschbar und kontrollierbar. Also hier haben wir ein echt gutes, Fahrwerk, Abstimmung. Die Assistenzsysteme, die hier verbaut sind, arbeiten auch sehr zuverlässig. Die Abstandsregelung entlastet ungemein bei langen Strecken. Wir haben auch die tote Winkelüberwachung, die gut funktioniert. Lediglich eine aktive Spurführung gibt es hier nicht, sondern eine Spurverlasswarnung. Dafür aber einen Notbremsassistenten. Also auch hier ist der Suzuki Vitara wirklich gut bestückt und auch auf dem Stand der Technik. Jetzt würde ich aber sagen, wir fahren zum Fazit und schauen mal, was der Vitara verbraucht hat und vor allem, was er kostet, sowie meine persönliche Meinung ist. Ja, wie gut ist der Vollhybrid also im Suzuki Vitara? Das Grundpackage ist ja gleich geblieben. Auch hier die Grundwerte sind gleich geblieben. Viel Platz, ordentliches, gutes, komfortables Fahrwerk und auch ordentliche Übersichtlichkeit, Handlichkeit. Also all das gibt es weiterhin hier beim Vitara auch als Vollhybrid. Beim Antrieb muss man ganz klar sagen, das ist ein Rückschritt. Der Vollhybrid fährt sich schlicht und ergreifend, ja, wenig dynamisch oder gar nicht dynamisch, besser gesagt. Die Schaltpausen des sequentiellen
Schaltgetriebes sind einfach nicht mehr passend in der heutigen Zeit. Der Antrieb zu schwach, zu ja, unspontan, die E-Maschine greift ihm zu wenig unter die Arme und vor allem die elektrische Strecke, die zurückgelegt werden kann, ist schlicht zu gering, wenn man dies von anderen Vollhybridsystemen wie etwa dem Suzuki Swayze, also dem Toyota Corolla, kennt. Beim Preis muss man auch sagen, 2500 Euro ist der Aufpreis hier einfach nicht wert, es sei denn, ihr seid komplett anspruchslos, was das Fahren betrifft und ihr braucht halt einfach eine Automatik und ihr findet den Vitara klasse, dann müsst ihr in den sauren Apfel beißen und die 2500 Euro investieren. Ja, aber bringt der Vollhybrid denn keinen Verbrauchsvorteil? Das ist doch das Entscheidende, stellt ihr euch jetzt die Frage. Jein. Wir haben ihn auf unsere, also ich bin ihn ja auf unserer Verbrauchsrunde jetzt gefahren und der Mildhybrid hat 5,3 Liter verbraucht auf dieser Runde und das war schon echt richtig gut. Und der Vollhybrid schafft 4,8 Liter. Das klingt erst einmal doch ganz respektabel. Wenn man aber mal schaut, was ein anderer Vollhybrid aus dem Hause Suzuki geschafft hat, nämlich der Swayze, der hat 3,9 Liter auf dieser Runde verbraucht. Fährt sich deutlich dynamischer, kostet auch nicht mehr. Das ist der Witz bei der ganzen Geschichte. Also da ganz klare Empfehlung, kauft euch einen Suzuki Swayze anstatt eines Suzuki Vitara Hybrid, wenn ihr einen Vollhybrid haben wollt. Denn 32.850 Euro kostet er, so wie er hier steht, mit der Komfort Plus Ausstattungsvariante, der Zweifarblackierung und eben dem Vollhybridantrieb, aber ohne Allrad. Der würde nochmal 850 Euro Aufpreis kosten. Ich persönlich würde euch sagen, wenn ihr einen Vitara wollt, kauft ihn als Mildhybrid, Handschaltgetriebe. Da könnt ihr dann auch überlegen, ob Allrad oder Frontantrieb. Da spart ihr euch einfach die 2500 Euro, habt einen deutlich dynamischeren Antrieb, der richtig gut hier zu dem kleinen SUV passt. Oder aber, wenn ihr sagt, ihr braucht unbedingt Automatik, dann würde ich euch sagen, empfehlen, legt lieber nochmal 1600 Euro drauf, wenn ihr ein SUV haben wollt und geht zum S-Cross. Den habe ich euch ebenfalls vorgestellt. Ihr findet die Videos unten in der Videobeschreibung. Der kostet 1600 Euro mehr. Und wenn ihr da ein bisschen mit dem Händler verhandelt, ich denke mal, dann kommen wir in ähnliche Preisregionen wie beim Vitara Hybrid. Da habt ihr aber das größere Auto, ihr habt das erwachsenere Auto, ihr habt den besseren Antrieb und natürlich auch ein frischeres Infotainment-System zum Beispiel. Also meiner Meinung nach, wer wirklich Automatik und Benziner haben möchte im SUV, greift zum S-Cross. Wer einen Vollhybrid haben will, weil er kostengünstig unterwegs sein will, der fährt Suzuki Swayze. Und wer sagt, er möchte einen Vitara, der fährt Mildhybrid Handschaltung. So zumindest meine Empfehlung und mein Urteil. Jetzt dürft ihr mir aber eure Meinung schreiben unten in die Kommentarbox. Habt ihr den Kanal noch kein Abo geschenkt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dieses tut und ebenfalls noch ein Like. Dann würde ich mich auch freuen, wenn wir uns demnächst wieder hier bei UbiTestet sehen zum nächsten Review. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.